Das war nicht so ein Radio. Hier, der Pulver sagt Kugeln, nochmal Pulver. Wer hat die Lunte? Aha, so hat es ausgesehen. Ja, das ist der mächtige Wohnturm aus dem 14. Jahrhundert. In 1522 kam das Bistum Basel in den Batisterburg und nutzte sie als Vogteisitz. Nachdem der Vogt 1702 nach Esch umgezogen war, gab man die Anlage um 1750 auf. 2013 bis 17 ist restauriert, die ist ganz neu, die Burg, die ist quasi Neubau. Hey, guck mal, das sieht man an dem Geländer hier. Das ist eine Neubauburg. Das gegenüber ist die Burgruine Dorneck. Und dieser riesige Bau da unten ist der Allesheimer Dom. Das ist auch nochmal ein Tagesausflug, würde ich sagen. Allesheimer Dom und die Burgruine Dorneck. Da kann man laufen, von am Dom parken und dann zur Burg laufen. Es gibt so viel zu entdecken, man glaubt es nicht. Ne? Das war der Dom, der ist letztlich eröffnet worden, da fahren die ja restaurieren. Alles neue Burgen hier, neue Schilder. Jetzt stürzt er hinab. Ja, hat was entdeckt. Dort raschelt's im Laub. Ein Hase? Ein Waldrapp? Warten wir ab. Ah, nein, nichts. Wieder nichts. Der Falke ist noch jung. Der muss noch viel lernen. Wie du. Jetzt kreist er weiter. Warten wir, warten wir. So eine Beizjagd, die braucht Geduld. Siehst du dort unten die Buche mit dem hohen Wipfel? Einmal, ganz früh am Morgen, bin ich genau dort einem Bären begegnet. Herr im Himmel, Senior, ein mächtiges Tier, wohl gerade aus dem Winterschlaf erwacht. Stand ganz still, wie ein Fels, hat mich angesehen. Ich habe mich nicht gerührt. Da drehte er sich um und trottete davon. Ein andermal, da kamen Wölfe ganz nah an uns heran. Wir saßen am Feuer, haben uns ausgeruht. Da haben sie wohl das brutzelnde Fleisch gerochen. Mit Steinen und glühenden Stöcken haben wir nach ihnen geworfen. Die waren weg wie der Blitz. Wo ist er eigentlich, der Falke? Da, da ist er. Jetzt trägt er eine Maus im Schnabel. Davon wird er vielleicht satt, wir nicht. Eine fette Taube soll er uns bringen. Junge, da fällt mir ein, was ist mit den Schweinen? Hast du die auch in die Eichen getrieben, wie ich es dir gesagt habe? Die müssen fressen. Speck anlegen, es wird kalt. Bald ist der Winter da und ich sag dir, wir müssen diesmal mehr Vorräte haben. Stimmt's, Hella? Recht hast du. Wir sind dieses Jahr mehr auf der Burg. Mehr Leute, mehr hungrige Mäuler. Der letzte Winter, der war so hart und so lang wie keiner davor. Da haben wir Misteln von den Bäumen geholt und gekocht. Pfui Teufel, ein bitterer Sud. Heuer ist besser. Der Keller ist voll. Ackerbohnen, Dinkel und Emma habe ich schon in die Truhen gefüllt. Und ich sehe, jetzt wetzt du die Messer. Bald ist Schlachttag. Hirse mit Blut und Milch und Würste. Würste vielleicht sogar mit Senf und Speck und Schinken an den Haken. Ein Festmahl wird das. Ah, ich kann's kaum erwarten. Dort unten im Tal, die Staubwolke, seht ihr die? Wer ist das? Bekommen wir Besuch? Das ist Benno, unser Bote. Und dahinter der Ochsenkarren mit all den Waren. Die Herren haben viel bestellt. Teppiche,
Felle, Talg, einen Webstuhl, Kochtöpfe, Vorräte und ein Brettspiel. Ulrich hat mir die Liste gezeigt. Kann ja nicht lesen. Aber die Liste war lang. Wenn die Sonne den Burghof erreicht hat, sind sie hier oben bei uns. Stroh und Hafer und Laub liegen dort im Verschlag. Wir bringen das Ross und die Ochsen in den Stall zu den anderen. Da hilfst du mir, gell? Ja, klar. Kannst abscheren und dem Ross die Flanken trocken reiben. Dort, wo die Erde ganz festgestampft ist, da kann es sich ausruhen. Da kommen am Abend auch die Schafe und Ziegen rein. Ja, das stinkt, aber wärmen tut's. Vor allem, wenn die Felle dampfen. So, so. Bestellt haben die Grafen. Die Grafen von Saugern. Die wollen die Burg Pfäffingen ausstatten. Zu ihrem Hauptsitz machen. Das ist eine gute Stelle, weißt du, Junge, auf diesem Felsgrat. Freier Blick talaufwärts, talabwärts. Man sieht von Weitem, wer kommt. Wie den Benno, gell? Gut zu verteidigen ist die Burg. Und noch dazu ein starkes Zeichen an die Homburger Grafen, drüben auf dem Wartenberg. Die sollen gar nicht meinen. Unsere Herren, die von Saugern, die haben nämlich mehr als eine Burg. Ein kleines Reich ist das, vom Delsberger Tal bis vor die Tore von Basel. Ha, ein Reich aus Wald und Sumpf. Was sage ich? Herausgehauen, herausgeschält aus Wäldern und Sümpfen. Wald, Wald, Dickicht, Unterholz, morsche Äste, tote Stämme. Das musste alles erst gerodet werden. Wer rodet, dem gehört Grund und Boden. Das ist eine Arbeit, das kann ich dir sagen. War selber dabei, als wir dort an der Birs unten die neuen Felder angelegt haben. Mit dem Gärtel und mit der Reuthaue die Wurzeln zerhackten, die Steine zertrümmerten, bis uns die Hände geblutet haben. Nicht einer ohne Blasen oder tiefe Wunden. Autsch. Mit dem Ochsengespann haben wir die großen Wurzelstöcke aus der Erde gezogen, damit es schneller geht. Schaut, jetzt sind sie schon bei der Furt. Wie der Fluss glitzert, wie Silber. Der fließt bis nach Basel und dann noch weiter, viel weiter, bis ins Meer. Erzähl dem Jungen doch von der Stadt. Ja, Ella, ich weiß schon, du kannst ja selber nie genug bekommen von diesen Geschichten. Ja, bitte, erzähl mal. Also gut, Basel. Das liegt dort im Norden, einen halben Tagesritt von hier. Im Sommer, da habe ich die Stadtmauer gesehen. Die hat der Bischof bauen lassen nach den schlimmen Zeiten, als Papst und König mit ihren Heeren aufeinander losgegangen sind. Eine gewaltige Baustelle. Gerüste und Steinlager, soweit ich blicken konnte. Und die Tore. Aber weißt du was, Junge? Am Abend kamen wir auf den Münsterhügel. Das Münster ragt so hoch in den Himmel wie... Ich kenne nichts, was so hoch ist. Wirklich? Es war am Vortag von Maria Himmelfahrt. Sie haben die Altäre geschmückt. Da stand ich. Ich wusste nicht, was sagen. Pracht und Herrlichkeit. Eine schwere Tafel, ganz aus Gold, haben sie hereingetragen. Christus und die Erzengel. Edelsteine, rot, grün, gelb und blau. Die Gesichter, die Falten der Mäntel. Alles leuchtete. Ich wollte meine Hand ausstrecken, habe mich nicht getraut. Ich kann's euch nicht beschreiben. Es sah aus wie... Aber nächstes Mal nehme ich dich mit, Junge. Versprochen? Musst halt reiten lernen. Oder du setzt dich zu Helle auf den Wagen. Ja, ich nehme euch beide mit. Mein Ehrenwort. Wann? Jetzt? Nein, nicht jetzt. Im Frühjahr. Hey, schau, der Falk sticht nieder. Endlich. Los, komm. Herrgott, dass euch die Pestilenz ankommt. Dass euch die Raben fressen. Der Mörtel ist ja pfludrig. Habt ihr den nicht abgedeckt vor dem Regen? Den könnt ihr euch sonst wohin schmieren. Rührt den gefälligst neu an. Und wenn wir schon dabei sind, vergesst nicht, Kalk und Sand zuerst trocken zu mischen. Das hält besser. Gibt weniger Risse. Vorwärts, Männer! Vorwärts! Wenn der Frost kommt, können wir nicht mehr mauern. Du da, pack dein Brot und die Flasche weg. Weiter, an die Arbeit. Das muss schneller gehen. Wir sind zu wenige, viel zu wenige. Heute Abend will ich das neue Gerüst an der Mauer hier sehen. Verstanden? Ja, jetzt haben unsere Herren Geld. Auf einmal. Die Grafen von Tierstein. Hat eine Weile gedauert.
Dort unten in Angenstein, da steht der Turm schon wieder. Schon lange. Dass der nicht ganz zusammengekracht ist, erstaunlich. Da war ein riesiges Loch nach dem Erdbeben, in der Mauer zur Birs. Aber wir hier oben, noch immer nichts Rechtes. Kein Wunder. Was noch da war, haben ja die Basler vor gut 10 Jahren zerlegt und in Brand gesteckt. Doch was klag ich? Immerhin liegen schon Steine hier. Schon behauen, schon in der richtigen Größe. Das war ja eine Burg, eine stattliche Burg sogar. Die Feste der Tiersteine. Ja, das große Erdbeben. Im Jahre des Herrn 1356. In Basel, unten am Rhein. Unser Haus stand in der Imbergasse. Dann das Beben, Stöße, Risse in den Mauern. Es wurde immer stärker. Wir sind gerannt. Hinaus auf die Felder, die einzige Rettung, hieß es. Alle haben durcheinander geschrien. Zu den Toren, zur Stadtmauer. Da gab es ein Gedränge. Manche haben Löcher in der Mauer gesucht und sind durchgeschlüpft. Die Glocken haben zu läuten begonnen. Da zog niemand am Strang. Das waren die wankenden Türme. Nur ins Freie, nur rasch ins Freie. Die Stadt, das glaubt man nur, wenn man es erlebt hat, ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und am nächsten Tag wütete das Feuer. All die unbewachten Herde und geborstenen Öfen. Am übernächsten auch. Und so noch viele Tage lang. Der Himmel war rot. Wir haben unter Bäumen geschlafen. Manche sind zu Verwandten aufs Land. Andere haben Zelte aus Tuch aufgespannt. Erst viele Tage und Nächte später konnten wir zurück. Asche lag wie ein graues Tuch über der Stadt. Noch glomm es da und dort. Unser Haus? Das haben wir nicht mehr gefunden. Nichts mehr zu erkennen. Mein Vater Dietrich war Steinmetz am Münster. Ihn hat man geholt, hat einen Trupp befehligt, einen von vielen, um die Stadt zu räumen. Ich war auch dabei, war damals 12 Jahre alt, hab aber mit angepackt und Steine gestemmt für 2. Hey, du! Du bist neu? Von unten im Dorf? Ach so, vom Gempen. Auch gut. Wir können jeden brauchen. Dein Name? Kunz. Gut. Komm mit, Kunz. Hier, fang damit an. Die Bruchsteine schaffst du dort auf diesen Haufen. Und dann knüpfst du die Seile hier zusammen. So und so, dass sie halten, auch schwere Last. Mit Konrad, dem da hinten, richtest du einen zweiten Seilzug her, der weiß, wie es geht. Ein Seilzug reicht nicht. Ah, sieh einer an. Schön, dass ich euch mal wiedersehe. Ein Wunder, dachte, euch hätte ein Waldgeist geholt. Gut, sehr gut. Neues Holz. Eichenstämme, abladen, Männer. Das Holz ist für die Böden im Turm. Nehmt Maß am Muster dort hinten. Und du, Junge, lauf, geh mit dem Ochsenkarren mit. Wir brauchen mehr Sand und Kies vom Birsufer. Bringt so viel, wie ihr könnt. Verstanden? Wo war ich? Ach ja, genau, die Stadträume. Brandschutt kippten wir in den Rhein. Hohe Mauern mit Schäden, die rissen mir ein. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Winter war schon da. Eine ganze Stadt ohne Obdach. Aber schon im Frühjahr drauf waren die meisten Gassen und Plätze wieder frei. Geschäfte öffneten, Leben kehrte zurück. Hab meinen Beruf gelernt, Steinmetz, wie mein Vater. Kraft genug hatte ich in den Armen, nach der Arbeit im Schutz. Und jetzt? Jetzt baue ich für den Grafen von Tierstein. Man könnte meinen, das Erdbeben sei denen gerade recht gekommen. Viele Burgen im Umland sind zerbrochen, abgesackt. Jetzt bauen wir die Burg wieder auf, noch größer als zuvor. Der Graf persönlich hat zu mir gesagt, ein Turm mit einer Wohnfläche groß genug zum Tanzen. Ja, leichter gesagt als getan. Der hat Wünsche, der Herr. Der Untergrund ist felsig. Da muss die Mauer sich halt biegen. Aber ich tue, was ich kann. Und wenn wir schon dabei sind, dann auch gleich einen Zwinger, ein neues Tor und eine Schildmauer und eine Zisterne. Hier alles auf meinem Plan. Die neue Schildmauer. Ich sage, die wird 7 Fuß stark. Nein, besser 10. Weshalb so mächtig, fragt ihr euch. Ich will's euch sagen. Steinbüchsen, Feuerwaffen, die reißen Löcher in die Mauern. Ich hab gesehen, was die anrichten können im Frankenland. Je dicker die Mauer, desto besser der Schutz. Wenn diese Burg vollendet ist, sieht man sie von weit her. Sie ragt hoch über die Baumwipfel, dem Himmel nach. Wenn bei Sonnenuntergang alles ruhig ist, wenn Hammer, Meißel und Säge versorgt, die Leute beim Essen unten im Dorf sind, dann gehe ich durch die Burg. Mächtig wird sie. Ich male mir aus, wie sie hier wohnen werden. Getäferte und beheizbare Kemenaten,
breite Treppen. Nicht zu eng, sagt der Graf. Größere Fenster. Fensterbänke für die edlen Damen, wünscht der Graf. Ein Feuer prasselt. Es spiegelt sich im Glas. Ja, Glas. Habe mir Muster beschafft. Schaut, Glasscheiben. Schön, nicht? Die setze ich dort oben ein. Als Überraschung für den Grafen. Ha, der denkt noch, wir würden Tier heute spannen. Meine Burg. Eigentlich ist das meine Burg. Wäre ich nicht, könnte keiner hier einziehen. Hey, ihr Hurensöhne! Wer hat gesagt, dass ihr Pause macht? Ich nicht! I love a lassie, a bonny, bonny lassie. She's as pure as a lily in the dale. Lass mich los! Lass mich doch los! Was packst du mich so? Du tust mir weh, dieser grobe Kerl. Wie der stinkt, pfui Teufel. Sein Rock ganz durchgeschwitzt. Was sag ich? Eine Decke mit Mustern. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gewoben aus Wolle. Eine Decke mit Gurt. Aber wenn der sich waschen täte, der wäre gar nicht so. Der schaut mich immer so an von der Seite. Hey, hey, Sakrament, nicht so fest. Du verdrehst mir den Arm. Wir sind ja gleich da. Was willst du denn bei der Burg Pfäffingen oben, hä? Hör doch auf mit dem Zerren, Herrgott. Aber der versteht mich ja nicht. Und ich ihn nicht. Vielleicht hält Guntram Wache am Burgtor. Oh ja, ja, da ist er. Ich sehe ihn. Guntram, komm runter, hilf mir, bitte. Was ich weiß. Armagnacken, Ikorscher, Schinder, Abdecker nennt man sie. Seit 3 Tagen sind sie im Land. Es sind so viele, so viele. Ihre Pferde fressen unsere Weiden kahl. Unsere Gänse und Hühner braten sie über Feuerstellen auf dem freien Feld. Heute früh war ich unten bei der Klus, auf dem Feld, hab's Heu gewendet. Da stürmen diese Kerle auf uns zu. Aus dem Wald, ein ganzer Haufen, immer mehr. Alle mit diesen Röcken, alle mit den langen Bögen. Der hier, der hat mir die Hände gefesselt, dann hoch zur Burg. Bin mehr als einmal hingefallen. Er hat mich immer wieder hochgezogen, weitergezerrt am Strick, als wäre ich ein Kalb. Greta, was ist passiert? Bist du verletzt? What a ratback! Guntram, endlich! Alles gut. Was will der denn? Was will der Kerl um Himmels Willen? Ruhig, Greta, ruhig. Der tut dir nichts. Der will dich eintauschen gegen Wein. Schau, hab den Krug schon dabei. Da waren schon Dutzende hier, alle mit Gefangenen. Alle wollten von unserem Wein. Da, Mann, der Wein. Lass das Mädchen los. Ach, aber plötzlich. Hell. Siehst du, jetzt ist er weg. Schau zwar immer wieder zurück. Was war dann mit dem? All right, you muttonhead. I hope your next shite is a hedgehog. Hat er dir was getan? Das sind Schotten. Die gefürchteten schottischen Langbogenschützen. Vom König von Frankreich angeworben. Auf der Burg haben die anderen gesagt, die bringen den Tod, den gefiederten Tod. Reiten auf Schlachtfeld, dann steigen sie ab und legen an. Gestern hat mir einer den Bogen geliehen, hat gelacht. Eine Waffe ist das. Habe sie nicht richtig spannen können. Da hat mir der Fremdling gezeigt, wie es geht. Angelegt, geschossen auf einen Buchenstamm. Greta, der Pfeil steckte so tief im Holz, ich hab den nicht mehr rausziehen können. Der durchschlägt eine gepanzerte Brust, als wäre es ein Brotlaib. Glaub mir. Du machst mir Angst. Mir ist das auch alles nicht geheuer, Greta. Da braut sich etwas zusammen. Gestern, da kam ein Bote von der Farnsburg. Das Pferd klatschnass, das troff nur so. Der Reiter am Ende seiner Kräfte ist geritten wie der Teufel die ganze Nacht hindurch. Die Farnsburg ist belagert, hat er berichtet. Er hat die Hufe vom Ross mit Lappen umwickelt, hat fliehen können. Die Eidgenossen liegen vor den Mauern, mit schwerem Geschütz. Die werden noch aufeinander losgehen, die Armagnacken und die Eidgenossen. Aber wo und wann? Oh, da kommen ja noch mehr Reiter.
Schau, Greta, der Graf, der Tiersteiner höchstpersönlich, geht ihnen auf der Brücke entgegen. Ob er mit denen verhandelt? Was macht er denn da? Er zeigt ihnen eine Büchse. Schön geschmiedeter Lauf. Von denen haben wir 2 Dutzend mindestens, stehen in der Schmiede, habe sie gerade vorige Woche geölt und geprüft. Ob er die verleiht, verkauft? Diese Söldner seien unsere Freunde, sagt man. Verbündete. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sag dir oben vom Turm, da siehst du, was sie anrichten. Roter Schein weit übers Land, die Dörfer brennen. Und auf jeder Lichtung, am Waldrand, auf den Feldern, überall, auf jedem freien Flecken Land, Pferde, Wagen, Zelte, Feuerstellen. Frauen und Kinder sind dabei. Die ziehen in den Krieg mit Weibsvolk und Kindern und plündern und brandschatzen und töten. Hast Glück gehabt, Greta. Der hätte dir was antun können. Ja, ja. Ich weiß mich schon zu wehren. Und es gibt Schlimmere. Ich gehe zurück. Aber ich danke dir. Hast mir geholfen. Nein, nein. Warte. Du gehst mir nicht zurück durch den Wald. So gefährlich. Komm mit auf die Burg. Da ist es sicher. Haben viel zu tun. Proviant und Vorräte sind von den Höfen auf die Burg geschafft worden. Befehl vom Grafen. Krieg ist Krieg. Wer weiß, wer bald vor unseren Mauern steht. Komm, wir können dich brauchen. Bist doch eine gute Köchin, Mädchen. Los, komm. Na los, mach schon. Wird's bald. Hier der Pulversack. Pulver, Kugel, nochmals Pulver. Feststoßen. Fester. Gut so. Wer hat die Lunte? Wie? Na natürlich, beschießen wir die Burg. Kann mir einer sagen, weshalb wir diese Kartaune sonst hier hochgekarrt haben? Von Dorneck bis auf diese elendigliche Flurpfeffige. Das war ein Schieben und Ziehen, ich sag's euch. Noch dazu ist die vermaledeite Deichsel gebrochen, just als wir schon fast oben waren. Also hopp, worauf wart ich, Rudi? Heimat, zack, zünden! Ja, was denn jetzt schon wieder? Weil ich es dir befehle, du Dummkopf. Oder siehst du irgendwo den Hauptmann? Es ist eh nur eine kleine Büchse. Die Großen werden ja nach Liestal und Zofingen gefuhrwerkt. Ha! Von wegen gerechte Verteilung unter Bern, Solothurn, Luzern, Zug und den Urschweizern, dass ich nicht lache. Zerstritten sind wir alle. Bis aufs Blut. Nur auf dem Schlachtfeld, im Gewalthaufen, da stehen wir zusammen. Rudi! Ziel auf das Tor! Wir werden sehen, was die Büchse ausrichtet. Ja, ihr da oben hinter den Zinnen, Köpfe runter, duckt euch! Herrgott, nochmal dieser Rauch, das brennt in der Lunge. Rudi, kannst du was sehen? Bestimmt nur die Mauer getroffen. Nicht mal das, die bröckelt nicht mal, nur Qualm. Treffen ist wohl deine Sache nicht, Anfänger Verfluchter. Ja, wenn wir das Ketterli von Ensisheim hätten, oder die Österreicherin, das wären andere Kaliber. Was für Rohre! Auf der Österreicherin, da stand etwas drauf, ein Spruch. Warte mal, was sagte der Till nochmal? Ah, jetzt weiß ich's wieder. Österreicherin heiß ich, steht und Schloss brich ich, vor meinem Gewalt hiet dich! Die hätte ich gerne gezündet. Städt und Schloss brich ich, das wäre etwas. Hat's da noch Wurst im Sack? Gib her. Habt ihr eigentlich gezählt, wie viele Schwaben ihr niedergemacht habt? Schon am 2. Tag hat es gestunken, dass Gott erbarm. Ich hab mir ein Tuch vor die Nase gebunden. Hat nicht viel geholfen. Die Hitze hat es auch nicht besser gemacht. Mir ist die Lust gründlich vergangen, nach Beute zu suchen. Zwischen all diesen toten Leibern. Die Raben kreisten schon über uns. Haben sich die besten Stücke herausgehackt. Aber was erzähle ich, ihr wart ja auch dabei. Hä? Was ist denn mit dem los? Der da drüben am Baumstamm lehnt. Was liegt der da faul rum? Schläft er? Nehmt ihm mal den Helm ab. Los, komm, hilf mir. Vorsicht! Oha, das sieht böse aus. Was? Was flüstert der? Verstehst du ihn?
Wer? Bertram. Den kenne ich nicht. Wer soll das sein? Dein Bruder? Schwager? Freund? Wenn der nicht bei uns ist, liegt er wohl drüben bei Donneck, der Bertram. Hey, halt! Hey da, nicht weg, Dämmer! Verdammt, ohnmächtig geworden. Bring doch mal Wasser! Kruzifix, der Mann braucht Wasser! Tun können wir nicht viel. Ob der die Reise übersteht zurück, ich weiß es nicht. Ja, wenn da einer einen Plan hätte. Aber nein, kein Plan. Selbst in unserer Truppe, die einen wollen in den Sundgau, die zweiten ins Pfirteramt, die dritten heimwärts. Dabei haben wir gemeinsam einen Sieg errungen gegen die Schwaben, die in Überzahl waren und gerüstet von Kopf bis Fuß und viel, viel mehr Pferde als wir. Mehr Geschütze überhaupt, von allem mehr. Aber wir haben sie überrascht. Unsere Truppen kamen vom Gempenstollen her. Ein paar Männer von dort haben uns durchs Dickicht, durch den Wald geführt, ganz nah an die Feinde heran. Nicht zu fassen. Da lagen sie und prassten und tranken, diese Ritter und ihr Fußvolk. Keine Wachleute, weit und breit. Also leichtes Spiel. Das Kriegsglück auf unserer Seite schon zu Beginn. Wir sind auf die los, mitten hinein in den Haufen. Mit Spießen, Halbarten, Streitäxten und Zweihändern. Mann gegen Mann. Das dauerte Stunde um Stunde, bis die Sonne schon hoch am Himmel brannte. Und endlich, gegen Abend, da kamen die Zuger und Luzerner mit ihren Bannern. Da haben wir diese schwäbische Saubande verfolgt, bis zur Birs runter. Kein schöner Tod. Die schweren Rüstungen haben sie ins Wasser gezogen. Immer tiefer. Ei, wie die gestrampelt und gespuckt haben. Dann war's vorbei. Sieg für die Eidgenossen. Sieg für uns. Die Order lautete, keine Gefangenen, nichts mit Lösegeld. Abkeulen und die Toten liegen lassen. Haben wir gemacht. Gründlich. Ich mach's mit nur einem Hieb. Der sitzt. Deswegen nennt man mich ja auch den barmherzigen Chrigu. Hab anderes gesehen auf dem Bluthübel. Das hätte ich besser nicht sehen wollen. Und jetzt Pfäffingen. Wir sollen belagern, hieß es. Später angreifen. Eine mächtige Burg. Wer sie besitzt, bestimmt über Plattenpass und Birstal. Ja, worauf zum Teufel warten wir denn? Ehrlich, ich hab's satt. Da drin in dieser Burg, da haben sich doch höchstens 10 Mann, vielleicht 12 verkrochen. Habe bisher nur die 2 auf dem Wehrgang gesehen. Ja, genau, ihr da oben mit euren frechen Schnauzen. Saubande, die überrennen wir glatt, ob mit oder ohne Büchsen. Bis morgen warte ich noch. Wenn sich dann nichts tut, der Hauptmann nicht auftaucht, dann gehe ich los. Was kümmert's mich? Und ihr? Was macht ihr? Bei euch steht doch auch die Ernte vor der Tür. Da müssen wir doch zurück auf die Höfe. Da tausche ich die Halbarte gegen die Sense ein. Das Kurzschwert gegen die Heugabel. Der Weg. Hoch. Zur Burg. Ist so steil. Oh. Und die Äpfel. Und das Honig war so schwer. Oh. Grüß Gott. Zum Vogt muss ich. Hab meine Abgaben dabei. Ja, ich bin spät, ich weiß. Gestern konnte ich nicht, komm nicht. Das Fieber. Im Korb sind... Zeig her, Weib. Was ist da drin? Ich habe nichts zu verbergen. Aber die Gans. Die fass nicht an. Ich bitte euch. Lasst ihr mich jetzt durch. Na los, rein mit dir. Der Bischof ist da. Hab ihn vorbeireiten sehen. Mit seinem Gefolge. Was sich an mich erinnert. Auf ein Jahr ist's her. Da wurde ein Mägdlein hier geboren. Wie hieß es noch gleich? Ein Knecht lief zu mir ins Dorf, befahl mir mitzukommen, auf der Stelle. Eine Hebamme braucht es oben in der Burg. Eine Kammerzofe sei in großer Not. Kurz vor Martini, wie heute.
Schon lag Schnee auf den Feldern. Bitterkalt war's. Meine Hände rot und aufgesprungen. Die Frau hat man ins neue Haus getragen. Da gibt es Öfen, Kachelöfen. Es war warm. Die Frau war jung. Vom Vater keine Spur. Die hat geschrien. Fast ohne Unterbruch. Das Kind wollte und wollte nicht kommen. Hab sie mit der Tinktur eingerieben. Hab ihr Wickel auf Stirn und Bauch gelegt. Alles schleuderte sie weg. War wie ein wildes Tier. Aber der Blick, schon halb erloschen. Endlich kam das Kind. Viel zu klein, blau im Gesicht. Schwach der Atem. Schon stand der Kaplan da, hat mir den Winzling aus den Armen gerissen und rannte mit dem Bündel hinaus auf den Hof. Die vielen Stufen hoch zur Kapelle im Turm. Ich hinterher, der Knecht auch. Der Kaplan hat das Kind getauft, mit dem Weihwasser. Es lag ganz ruhig. Ich als Gevatterin, der Knecht Rudolf als Gevatter. Ja, Anna. Anna war der Name. Der Kaplan holte Feder und Tinte und trug etwas in das große Buch ein. Das Kind wimmerte. Habe es zurückgetragen und an die Seite der Mutter gelegt. Getauft war es nun. Das Schlimmste gebannt. Da kam der Bischof in die Stube. Ein großer Mann. Hat das Kind und die Mutter gesegnet. Und mich in der Ecke auch. Anna. Die kleine Schwache. Was aus ihr geworden ist. Die Hunde. Wie komme ich an denen vorbei? Die machen mir Angst. Grüß Gott. Ich will... Hierher mit dem Zeug. Wird's bald. Ich warte ab. Oh, hier? Und die Gans? Wohin? Nein! Lasst los! Ah, nein! Wie das Vieh zappelt! Nein. Oh Gott, nein, bitte nicht! Oh, nein! Fort, mein, was habt ihr gemacht? Ihr habt den der Gans den Hals umgedreht! Lebendig muss die doch sein! Eine Martini-Gans! Das ist nicht meine Schuld! Was sag ich jetzt? Wie erkläre ich es? Die habe ich das ganze Frühjahr und den Sommer über gemästet. Aber nicht für mich, nicht für die Kinder. 9 habe ich, 9 hungrige Mäuler. Nein, für den Tisch der edlen Herren hier oben auf der Burg. Ah, jetzt halt endlich's Maul. Ich muss den Vogt sprechen. Ich bitte euch. Wenn ich schon da bin, wer weiß, vielleicht erbarmt er sich meiner. Ich will doch nur... Der Bischof. Da kommt der Bischof in den Hof. Herr Bischof, Hochwürden. Ich habe dem kleinen Mädchen Anna auf die Welt geholfen. Erinnert ihr euch? Ich bitte euch, ich bin's, die Feli unten vom Dorf, die Hebamme. Ich küsse euch den Saum, Bischof. Ja, ich stehe schon auf. Wenn ihr es wollt, verzeiht. Verzeiht mir, es ist nur... Ich habe nur eine Bitte. Darf ich in diesem Winter wieder in den Wald, um Leseholz zu sammeln? Der Vogt hat es uns verboten. Aber ich kenne das Maß. Nicht dicker als mein Daumen. Trocken. Rinde darf es auch sein. Nicht sonst. Wir lassen alles andere liegen. Die dicken Äste sind nicht für uns. Sind für die Burg. Bischof, ich flehe euch an. Lasst uns die dürren Hölzlein, nur die. Wir kommen sonst nicht durch den Winter. Jetzt noch ein Stück, das letzte, Leute. Ich bin schon langsam heiser. Also ein Krug, ein prächtiger Krug. Edles Westerwälder Steinzeug, schön glasiert, höchste Qualität, eine Zierde auf jedem Tisch. Ja, der Krug mag wohl 100 Jahre alt sein.
Vögten und Bischöfen wurde daraus Wein kredenzt. Wir fangen an. 5 Batzen. Wer will, wer hat noch nicht? Wirklich ein prächtiger Krug. Dort hinten ja 10 Batzen. Die Dame mit dem Kind an der Hand 15 jetzt. 20. Geht jemand höher? Ja, der Herr mit dem schwarzen Hut. Sehr gut. 25. Bei 25 Batzen stehen wir jetzt. Wer bietet mehr? 25 Batzen. So soll es sein. Zum ersten, zum zweiten und letzte Chance zum dritten. Der Herr, bitte kommen Sie vor. Der Krug gehört Ihnen. Glückwunsch. So, meine Damen, meine Herrschaften, das war's. Danke, danke. Nein, es ist wirklich nichts mehr da. Das war das allerletzte Stück. Die Burg ist komplett leergeräumt. Sa je, questo è tutto. Danke fürs Kommen, aber jetzt müssen Sie das Burggelände verlassen. Ich bitte Sie darum, hier ist nichts mehr zu holen. Katrin, hast du eine Ahnung, wie viel in der Kasse ist? Setzen wir uns doch. Wir legen das Brett hier quer drüber, das ist jetzt unser Tisch. Das Mäuerchen, die Bank. Sonst ist ja nichts mehr da. Die Leute gehen. Endlich war das ein langer Tag. Nein, meine Herren, da brauchen Sie gar nicht hinabzusteigen in den Keller. Da ist nichts mehr. Glauben Sie mir, es ist alles weg. Also, was sich ausbauen lässt, ist weg. Die Balken, die Fensterrahmen, die Ziegel. Ja, die 2 Zimmermänner dort unten, die lassen wir noch arbeiten. Die bringen das Holz runter ins Dorf. Schau. Diese Flasche Wein habe ich gerade noch sichern können. Feierabendtrunk aus diesen Bechern, wie die in der Abendsonne glitzern. Vergangene Pracht. Ich schenk dir ein. Setz dich zu mir. Zum Wohl. Santé. Da ist ordentlich was zusammengekommen. Das müssen wir erst sortieren. Batzen, Gulden, Dukaten, Taler, Kronen. Oh, und hier ein Louis d'Or und eine Duplone. Ich zähle, du erzählst. Das kannst du doch so gut. Also, das ist schon was. Jetzt ist diese Burg einfach leergeräumt. Das war's. Ende der Geschichte. Wenn man das Gemäuer sich selbst überlässt, dann bröckelt es. Dann stürzt es ein. Kann Jahre dauern, gar Jahrzehnte. Aber irgendwann kracht das hier alles zusammen. Dann bedeckt Efeu die Mauern, wächst das Gras auf den Zinnen. Eine richtige Ruine. Verrückt. Die Leute sind übrigens verrückt nach Ruinen. Wer weiß, vielleicht kommen die eines Tages auch hierher und schauen sich die zerfallenen Mauern von Pfäffingen an. Die Leute, diese Engländer, reisen ja deswegen bis nach Rom. Weißt du, in Rom, da stehen auch Ruinen rum. Tempel, Villen, Triumphbögen, der Marktplatz, das Kolosseum. Eine untergegangene Welt. Nun, die Letzten sind ja schon vor bald 20 Jahren aus der Burg Pfäffingen ausgezogen. Dann war da doch dieser Eremit. Wie hieß der nochmals? Waldbruder. Genau, der Waldbruder. Der soll da gehaust haben, bis vor kurzem. Ganz alleine, hat sich ernährt von dem, was der Wald so hergibt. Bist du dem mal begegnet? Jetzt stör mich nicht immer. Nun muss ich den ganzen Haufen nochmals von vorne durchzählen. Ja, schon gut. Wir haben doch Zeit. Das hier habe ich nicht versteigert. Habe ich beiseite geschafft. Dieses Feuerrohr. Kleine Freuden eines Gantbeamten. Ein Souvenir nehme ich immer mit. 8-kantig. Hier das Zündloch. Also verglichen mit unseren Waffen heute, sieht das aus wie ein Spielzeug. War aber sicher brandgefährlich. Fragt sich nur, ob für den Schützen oder den Beschossenen. Mit diesem Ding konnte sich einer glatt in die Luft sprengen. Bloß auf eine Holzstange montiert, um den Rückstoß aufzufangen. Und dann unter den Arm geklemmt oder auf die Schulter gelegt. Basel hat Pfäffingen mehrfach belagert, erzählt man. Oha, das sieht aber nicht so üppig aus. Zeig mal her, wie lange die wohl belagert worden sind.
ob da auch Frauen und Kinder mit dabei waren. Ah, hier das Datum. 1446. Puh, das wird kein Vergnügen gewesen sein. Bist du denn fertig mit dem Zählen und der Liste? Voilà, parfait. Wollen wir mal sehen? Also so überschlagen und umgerechnet, 560 Gulden. Nun ja, könnte besser sein. Dann ab damit in die Holzkiste. Komm, gehen wir. Den Schlüssel hab ich, das schwere Ding. Ja nun, ölen brauchen wir das Tor jetzt auch nicht mehr. So, das hätten wir. Adie, Pfäffingen. Sic transit gloria mundi. Ja, was zum Henker? Oh, pardon, Madame, bitte verzeihen Sie meine Ausdrucksweise. Was hat denn das Flugzeug da zu suchen? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Was macht der denn da? Wie tief der fliegt. Jetzt dreht er um. Das gibt's doch nicht. Noch eine Schlaufe. Was der wohl sucht? Will der hier notlanden? Oder ist das etwa dieser Abenteurer, dieser Zürcher da, der Luftbilder schießt? Ja! Schön ist die Burg und jetzt noch viel schöner, frisch restauriert. Ja, nach meinen Plänen und Ideen. Mach ruhig Fotos, das ist ein Motiv, hä? So, endlich. Entschuldigen Sie bitte. Ja, wir waren bei etwas ganz anderem, in einer anderen Zeit. Schauen Sie, so sah die Ruine Pfäffingen aus im 19. Jahrhundert. So wurde sie gemalt. Romantisch, nicht? Ja. Mhm. Und hier, schon damals war das eine Sehenswürdigkeit. Das sind offenbar Städter hier im Vordergrund. Beachten Sie die aparten Farben der Gehröcke. Enzianblau, Himbeerrot, Zitronengelb, die hatten Geschmack. Also, Städter sind schon vor 100 Jahren hier aufs Land gereist, um die Ruine zu bestaunen. Zu Recht, Pfäffingen. Eine prächtige Burg war das einst. Der Schlüssel zum Birstal. Oft umkämpft. Und nun, endlich, können wir sie restaurieren. Die Arbeiten, erste Etappe, sind abgeschlossen. Aber ich sage Ihnen, ganz mühsam ist sie, die Bundesexperte. Nur 3.600 Franken bezahlen sie. Die ganze Chose kostet aber 15.000. Pfäffingen ist die größte und schönste der Burgruinen in der Regio Basiliensis. Und dann so knausrig tun. Idioten. Das regt mich wirklich maßlos auf. Wenn die Basel-Landschef der Kantonalbank nicht eingesprungen wäre, würden wir jetzt schön blöd dastehen. Ach herrje, jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet. Aber Ihnen, als private Gönner, Gönnerin, Madame, meine Herren, ich darf Ihnen versichern, Sie haben Ihr Geld gut angelegt. Wissen Sie, Burgen sind mein Metier. Man nennt mich auch den Burgenbauer. Ja, gewiss, Kritiker gibt es immer, Nörgler. Man sollte alles so lassen, wie es ist. Man kann ja nicht wissen, wie das ausgesehen hat damals. Bewahren statt rekonstruieren. Ich bitte Sie, ein bisschen Fantasie, ein bisschen Mut. Wo kämen wir denn dahin? Ich weiß es ja auch nicht zu 100%, aber ich stelle es mir halt vor. Basta. Da soll erst mal einer kommen und mir nachweisen, dass es ganz anders war. Ja, natürlich habe ich modernen Zement verwendet. Warum auch nicht? Für den Abort dort hinten und auch für den Mörtel. Das hält jetzt für die nächsten 500 Jahre. Da garantiere ich dafür. Wiederaufbau oder Zerfall? Was für eine Frage. Die Zinnen habe ich wieder aufmauern lassen. Selbstverständlich. Was will ich mit bloßen Vermessungen und Dokumentationen? Fingerübungen. Wissen Sie was? Mit denen habe ich nichts am Hut. Mit diesen Akademikern, Archäologen. Ich bin Architekt. Ich will, dass die Burgen leben. Jetzt schauen Sie doch einmal genau hin, meine Dame, meine Herren. Und lauschen Sie. Ich kann die Musik hören. Sie auch? Ja. Ja, wie schön. Sie schildern das so wunderbar. Mir ist, als wären wir in einer anderen Zeit. Bitte, bitte erzählen Sie doch weiter. Dort sehen Sie die Wachleute mit Schild und Harnisch. Auf dem Turm flattert das Banner der Grafen von Tierstein. Eine rote Hirschkuh vor goldenem Grund. Madame, wenn wir jetzt in der Burg drin wären, auf einem Fest, da würde ich Sie um einen Tanz bitten. Dürfte ich es wagen? Mit Vergnügen. Wissen Sie, mein Traum wäre es, eine Burg von Grund auf wieder aufzubauen.
wirklich bewohnbar zu machen. Leben wie im Mittelalter. Turmzimmer, Wehrgang, Burghof und Rittersaal. Ich kenne reiche Familien, denen würde so etwas gefallen. Alles eine Frage des Geldes. Ich würde reich geschnitzte Möbel kaufen, Eichentäfer einbauen, Teppiche auslegen. Ein berühmter Maler würde Wandgemälde entwerfen. Vielleicht mit einem Porträt von Ihnen. Und in der Küche? Spanferkel über dem Feuer. Herrlich. Nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt er nochmals. Ja, die neue Zeit. Unaufhaltsam, unaufhaltsam. Hey, Radio abstellen. Schau mal, da kommt sie. Unsere Regierungsrätin, die Monika Gschwind. Jetzt bin ich auch gespannt. Sie war schon ein paar Mal auf der Baustelle. Ich glaube, sie interessiert sich wirklich dafür, was hier läuft. So, da bin ich. Guten Morgen miteinander. Ah, super. Merci für den Helm. Nochmals jetzt ganz offiziell guten Morgen, meine Damen und meine Herren. Zunächst einmal will ich Ihnen von ganzem Herzen danken. Seit 4 Jahren arbeiten Sie auf einer der spektakulärsten Baustellen im Kanton. Wow, hast du gehört? Hoppla, das fängt ja gut an. Das ist super. Nicht schlecht. Wie Sie ja wissen, kostet dies den Kanton eine ganze Stange Geld. 6.934.000 Franken sind budgetiert, um genau zu sein. Ja, eine stolze Summe. Allerdings, als mir die Zahlen zum ersten Mal präsentiert wurden, ja, da habe ich schon ein paar Mal leer geschluckt. Es gab auch Gegenwind im Parlament, denn es war damals eine finanziell sehr schwierige Zeit für den Kanton. Aber ich konnte die Landrätinnen und Landräte überzeugen, dass das Geld hier sehr gut investiert ist. Ein solches Kulturdenkmal, das ist enorm wichtig für uns. Für unsere Identität, damit wir sehen und erfahren, wo wir herkommen. Damit wir unsere Geschichte verstehen. Sie hören es, ich komme richtig ins Schwärmen. Ich bin keine Historikerin, keine Archäologin und schon gar keine Mittelalterexpertin. Aber hier, in diesen Mauern also, ich kann mir das alles so gut vorstellen. Eine richtige Ritterburg. Das ist was besser als Kino. Und für die Kinder ist es doch einfach toll, zum Rumtoben, zum Entdecken, zum Ritter- und Burgfräulein spielen. Sie werden sicherlich viele Fragen haben. Dort oben, hinter diesen hohen Mauern, haben sie gelebt. Die Mägde, Pagen, Knappen, Knechte, Fuhrmänner, Hufschmiede und Wachen. Sie wissen schon, ein richtiges Gewimmel eben, wie in diesen Mittelalter- und Ritterbüchern. Das ist schon richtig flotte Rede. Wo steht das denn? Ah, da, voilà, Stichwort Burgenland. Das Baselbiet ist ein Burgenland. Die Bevölkerung identifiziert sich mit ihren Burgen und Schlössern, die es praktisch in jeder Gemeinde gibt. Sehr vorsichtige, zurückhaltende Hochrechnungen zeigen, dass wir jährlich über 160.000 Besucherinnen und Besucher auf diesen Anlagen haben. Ein Kulturerbe, das auf derart eingängige Weise regionale Geschichte vermittelt. Und jetzt spreche ich wieder als Politikerin, ist auch in einem viel weiteren Sinne wertvoll. Kultur ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben auch streichen können. Kultur ist der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. Das sind zwar die Worte des früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, aber es könnten auch die meinen sein. Also jetzt komme ich nicht ganz mit, das ist so politisch. Das mit dem Kino und den Kindern hat mir besser gefallen. Und damit schließe ich auch schon. Nochmals danke, vielen herzlichen Dank an Sie alle. Sie haben einfach großartige Arbeit geleistet. Aber jetzt erzählen Sie mal. Für uns von der Archäologie war das eine ziemliche Gratwanderung. Die große Frage ist immer, wie viel darf man rekonstruieren? Wir wollten, dass man die Ruine wieder als Gebäude lesen kann, haben also Mauern wieder hochgezogen, aber eben ganz gezielt, ganz zurückhaltend. Sicher nicht so, dass das hier ein Disneyland oder ein Europapark wird. Das ist ein guter Punkt, das schreibe ich mir gerade auf.
Und dann dieser Ausblick, das ist ja der reine Wahnsinn. Sogar den Rossturm sieht man. Da unten, das Herrenhaus, da ist jetzt ja eine Schule drin. Aber wissen Sie zufälligerweise, was das früher war? Ganz früher war es ein Hofgut. Gehörte zur Burg. Dann ein Sommersitz. Und irgendwo habe ich gelesen, dass das mal ein Heim für tuberkulosekranke Kinder war. Die sind jeden Tag aus Basel hierher gekommen. Ja, mit dem Tramli vom Aschenplatz bis nach Aesch und dann hier hochgekeucht. Excuse, das ist jetzt vielleicht nicht der passende Ausdruck in dem Zusammenhang. Aber es stimmt ja. Also ich meine, der Spaziergang mitsamt Anstieg war schon Teil der medizinischen Therapie. Was Sie nicht alles wissen. Und der Bauernhof dort weiter unten? Hatte der nicht irgendetwas zu tun mit der Pharma in Basel? Ich meine, so etwas mal gelesen zu haben. Ja, das war einmal ein Musterhof. Im Besitz der Firma Geigi. 1947 bis in die 70er Jahre. Man hat auf den ehemaligen Feldern des Burgguts agrochemische Produkte getestet. Dünger, Futtermittel. Lehrlinge wurden ausgebildet. Und Agrar- und Milchwirtschaftsexperten aus aller Welt sind gekommen. Hierher nach Pfäffingen. Pfäffingen als Zentrum der fortschrittlichen Landwirtschaft. Aber ehrlich gesagt, was da wohl alles testhalber in den Boden gespritzt worden ist, dem müsste man mal nachgehen. Da gibt es sicher Archive. Aber genau, darum geht es doch. Je mehr man weiß, desto besser kann man die Landschaft lesen. Da wird das Unsichtbare sichtbar. Was für ein guter Slogan. Oh, vielen Dank. Das ist mir jetzt wirklich einfach so spontan eingefallen. Das Unsichtbare sichtbar machen. Ja, das ist gut. Wirklich gut. So, genug Geschichte. Jetzt hätte ich gerne ein Glas Most und ein Klöpfer. Sie sicher auch. Sie sind alle eingeladen, die Rechnung geht aufs Haus und mein Team hat alles schon vorbereitet bei diesen neuen Grillstellen. Da bekomme ich gerade einen Riesenhunger. Kommen Sie, stoßen wir zusammen an auf Ihre fantastische Arbeit und auf die Ruinen Pfäffingen in Ihrem neuen Glanz. Vielen herzlichen Dank nochmal für Ihre tolle Arbeit. Hey, Radio abstellen. Schau mal, da kommt sie. Unsere Regierungsrätin, die Monika Gschwind. Jetzt bin ich auch gespannt. Sie war schon ein paar Mal auf der Baustelle. Ich glaube, sie interessiert sich wirklich dafür, was hier läuft. So, da bin ich. Guten Morgen miteinander. Ah, super. Merci für den Helm.